Das Google Pixel 6 Pro gegen das Samsung S21 Ultra im Kameravergleichsduell. Wo die Unterschiede der Kameras sind, welche neuen Funktionen und Feature das Samsung S21 Ultra und das Google 6 Pro bieten, all das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Damit der Test fair ist, habe ich natürlich alle Videos und Bilder im Standard-Automatik-Modus gefilmt oder fotografiert. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, welcher Ton, welches Bild euch hier besser gefällt. Starten wir mit den ersten Vergleichsbildern bei gutem Licht. Diese Aufnahme ist bei Sonnenlicht entstanden. Allgemein ist das natürlich eine schwierige Situation für die Kamera. Beide machen exzellente Aufnahmen, beide sind richtig belichtet. Der Dynamikumfang ist etwas besser beim Google Pixel. In den Schatten sind mehr Details zu sehen. Dafür gefallen mir wiederum die Farben um die Sonne vom Samsung besser. Trotzdem fällt auf, dass das Google Pixel oft die kräftigeren Farben hat. Das Samsung S21 Ultra bleibt in der Regel neutraler. Das Samsung kann mit der Hauptkamera 108 Megapixel aufnehmen. Das Google Pixel 6 Pro kann maximal 50 Megapixel aufnehmen. Am Tag kann dieser Gewinn an Megapixel durchaus einen Unterschied machen. Zoomen wir stark ins Bild, sehen wir die zusätzliche Auflösung des Samsungs. Die Ultraweitwinkelkamera erscheint mir beim Google Pixel etwas schärfer. Das fällt aber erst auf, wenn wir stark ins Bild zoomen. Das Parkschild ist noch etwas besser zu erkennen. Dafür ist wiederum die Ultraweitwinkelkamera etwas weitwinkliger beim Samsung. Auf der linken Seite vom Bild sehen wir noch den ganzen Baum und ein Stück von der Mauer. Der Weißabgleich unterscheidet sich auch öfters mal. Am Tag sehen die Bilder oft ähnlich aus, sodass es wirklich schwer ist, die Bilder voneinander zu unterscheiden. Gelegentlich unterscheidet sich der Weißabgleich aber doch mit unterschiedlichen Farbtonen. Gerade wenn das Licht schwächer wird, neigt das Google Pixel den Himmel bläulich einzufärben. Für meinen Geschmack etwas zu sehr, wenn ihr mich fragt. Nahe Motive lassen sich mit den beiden Smartphones einwandfrei fotografieren. Beide haben einen großen Sensor verbaut, der die hervorragende Unschärfe im Bild bei nahen Motiven erzeugt. Kommen wir zu nah an ein Motiv und das Google Pixel schafft es nicht mehr scharf zu stellen, erscheint ein nützlicher Dialog für mehr Schärfe Abstand halten. Leider hat das Google Pixel keine Makrolinse bekommen. Das Samsung S21 Ultra wechselt automatisch bei näheren Motiven in die Ultraweitwinkelkamera und so lassen sich tolle Makroaufnahmen fotografieren. Dieses Feature fehlt leider beim Google Pixel 6 Pro, schade. Verblüfft hat mich das Zoom-Verhalten des Google Pixels. Zwar hat das Samsung einen dreifach optischen Zoom und das Google Pixel einen vierfach optischen Zoom, aber einen zehnfach optischen Zoom bietet nur das Samsung. Der digitale Zoom vom Google Pixel ist trotzdem erstaunlich gut, sodass ich bei gutem Licht fast keinen Unterschied sehe. Maximal kann das Google Pixel 20-fach digital Zoom, das Samsung S21 Ultra schafft sogar 100-fach digital Zoom. Was mich überrascht hat und zugleich enttäuscht hat, ist der Porträtmodus. Dieser funktioniert im Google Pixel Pro nicht immer richtig. Bei manchen Bildern ist der Hintergrund nicht richtig unscharf. Beim Fotografieren ist es nicht ersichtlich, ob das Google Pixel die Person bzw. den Gegenstand erkennt oder nicht. Das funktioniert mit dem Samsung zuverlässiger. Ich hoffe mal, dass dieses Problem mit einem Software-Update behoben werden kann. Funktioniert der Porträtmodus richtig, sind die Hautfarbenkontraste beim Google Pixel besser. Gerade bei den Hauttönen punktet das Google Pixel. Die Hauttöne vom Samsung sind meiner Meinung nach gelegentlich etwas gelblich oder auch zu blass. Im Porträtmodus kann man maximal dreifach ins Bild zoomen. Beim Google Pixel sogar fünffach. Allerdings zoomt das Google Pixel nur digital ins Bild. Das Samsung nutzt den schärferen Zoom, den optischen Zoom. Deshalb sind die Bilder gezoomt im Porträtmodus beim Samsung klarer und schärfer. Das gezoomte Bild vom Google Pixel ist dann leider überschärft. Bei Gegenständen klappt der Porträtmodus bei den beiden etwa gleich gut. Mal ist das Google Pixel besser, mal das Samsung.
beide sind nicht fehlerfrei. Die Frontkamera überzeugt bei beiden Geräten. Der Hautton unterscheidet sich auch wieder voneinander. Der Dynamikumfang ist etwa auf gleicher Höhe. Hier im Bild ist die Sonne bei beiden Geräten ausgebrannt. Das Google Pixel kann das Bild noch etwas weitwinkliger aufnehmen. Sobald weniger Licht vorhanden ist, verlieren beide an Qualität. Das ist ein Bild ohne den Nachtmodus. Im Nachtmodus braucht das Google Pixel etwas länger bei der Belichtung. Da kann es schnell passieren, dass das Bild vom Google Pixel etwas unschärfer wird. Das Google Pixel 6 Pro hat ein paar coole neue Features dazu bekommen. Actionfotos lassen sich ganz einfach schießen. Das Bild sieht wie ein Mitzieher aus. Eine coole Funktion ist die Langzeitbelichtung. Dabei lassen sich bewegte Objekte oder bewegte Gegenstände am Tag oder auch in der Nacht verwischen. Diese Funktion finde ich ausgezeichnet. Auch 360-Grad-Fotos lassen sich mit dem Google Pixel fotografieren. Wer gerne Personen auf Knopfdruck löschen möchte, der kann das beim Google Pixel ganz einfach tun. Das finde ich wirklich phänomenal. Das waren jetzt die Features vom Google Pixel. Jetzt schauen wir uns die vom Samsung S21 Ultra an. Das Samsung hat dagegen einen Pro-Modus im Foto- sowie im Videobereich. Damit lassen sich Belichtung, ISO, Fokus und auch der Weißabgleich manuell bedienen. Cool finde ich auch das Hochformat-Video. Das Hochformat-Video ist sozusagen der Porträtmodus, den du aus dem Fotomodus kennst, jetzt nur im Videomodus. Außerdem gibt es noch die Regieansicht, in der ist es möglich, ein Video aus verschiedenen Blickwinkeln aufzunehmen. Über die Miniaturansicht kannst du jede Szene jeder Kamera in der Vorschau sehen. Ein weiteres Feature ist Single Take. Single Take nimmt 15 Sekunden lang ein Foto bzw. Video auf und erstellt in dieser Zeit verschiedene Foto- bzw. Videoaufnahmen. Das waren jetzt alle Features vom Samsung. Wer welches Feature benötigt oder auch nicht, das muss jeder für sich selber wissen. Bei Videoaufnahmen hat sich das Google Pixel 6 Pro stark verbessert. Das Google Pixel kann maximal in 4K 60 Frames per Second aufnehmen. Das Samsung schafft 8K, allerdings finde ich, dass man keinen Unterschied zwischen 4 und 8K sieht. Die Ultraweitwinkelkamera ist bei beiden Geräten gut, allerdings finde ich, dass das Google Pixel etwas schärfer ist. Das ist in den Häusern im unteren Bereich zu erkennen. Die Weitwinkelkamera ist bei beiden Geräten hervorragend. Hier finde ich, dass beide Geräte etwa gleich scharf sind. Auch beim optischen Zoom, beim Samsung der dreifache und beim Google Pixel der vierfache überzeugend. Beim zehnfachen Zoom schlägt das Samsung das Google Pixel deutlich. Das Bild rauscht um einiges weniger. Allerdings war es zu dieser Zeit der Aufnahme schon leicht am Dämmern. Da spielt natürlich der optische Zoom des Samsung seinen Vorteil aus. Die Videostabilisierung funktioniert bei beiden Geräten gut. Superstabilisierung ist bei beiden Geräten möglich, allerdings verringert sich die Qualität dann auf Full HD. Einen Unterschied konnte ich nicht feststellen. In der Nacht ist die Ultraweitwinkelkamera ungefähr auf gleicher Höhe. Beide Modelle rauschen und könnten noch etwas schärfer sein. Die Standard-Weitwinkelkamera ist beim Google Pixel deutlich besser. Der Zeiger ist schärfer und auch das Rauschen ist geringer. Beim dreifach- bzw. vierfachen optischen Zoom ist meiner Meinung nach das Google Pixel ein Hauch schärfer und rauschärmer. Ein spannendes Thema ist das Fotografieren in der Nacht mit dem Smartphone. Wenn der Nachtmodus ausgeschalten ist, sind die Unterschiede bei der Ultraweitwinkelkamera gering. Die Ultraweitwinkelkamera ist beim Samsung wieder etwas weitwinkliger. Das fällt an der Schrift im Bild auf. In der Ultraweitwinkelkamera erscheint mir das Google Pixel in manchen Situationen etwas schärfer. Aber trotzdem ist die Ultraweitwinkelkamera bei beiden ausbaufähig. Die Weitwinkelkamera verhält sich ähnlich. Die Festung sieht beim Google Pixel etwas kontrastreicher aus. Auch die Lichter unterhalb sehen beim Google Pixel besser aus. Von der Schärfe sind beide etwa auf gleichem Niveau.
Die Weitwinkelkamera ist auch bei beiden Geräten vergleichbar. Große Unterschiede konnte ich hier nicht feststellen. Sobald der Nachtmodus aktiviert wird, kommen die besten Ergebnisse heraus. Die Ultraweitwinkelkamera ist auch wieder ziemlich ähnlich. Bei der Schärfe und den Details sehe ich keine Unterschiede. Das Grün kommt beim Samsung etwas besser zur Geltung. Auch die Lichter sind beim Samsung nicht ganz ausgebrannt. Die Unterschiede sind aber dennoch gering. Die Hauptkamera, die Weitwinkelkamera, ist mit dem besten Sensor ausgestattet. Hier lassen sich die besten Ergebnisse erzielen. Was mir aufgefallen ist, ist, dass das Google Pixel zwar nicht immer, aber gelegentlich bei der Weitwinkelkamera länger belichtet als das Samsung. Während das Samsung hier gerade einmal 2 Sekunden belichtete, hat das Google Pixel etwa doppelt so lang gebraucht. Bei längerer Belichtung kann es schneller zu Verwacklung kommen. Und so sieht das Endergebnis dann leider auch bei mir aus. Deshalb habe ich noch ein Bild gemacht. Bei der Kirche sehen beide Aufnahmen wieder fast identisch aus. Kroppen wir stark ins Bild, erkennen wir beim Google Pixel noch die Ziffern der Kirche. Dieses Bild wäre mit einem Stativ um einiges klarer und schärfer gewesen. Bei längerer Belichtung kommt es schneller zu Verwacklung. Deshalb sind die Ergebnisse hier nicht ganz so scharf. Was mir bei dem Bild noch auffällt, dass die Autos an der Seite beim Samsung noch ersichtlich sind, während das Google Pixel die Lichter überbelichtet. Ist es ganz dunkel und wir fotografieren dennoch aus der Hand, ist das Rauschen beim Google Pixel etwas besser. Einen klaren Sieger sehe ich bei Nachtaufnahmen nicht. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, ein Abo dalässt. Dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ciao!